Klar, wäre eine Ausbildung schon besser, aber ich habe halt leider keine Lehrstelle gekriegt. Und ja, jetzt mache ich halt erstmal wieder Schule. Und ohne Schulabschluss nimmt mich ja eh keiner. Es war voll bescheuert, dass ich in der Schule so faul war. Aber naja, ich habe Mathe nie kapiert. Habe mich dann auch irgendwie so ein bisschen mit meinen Eltern Probleme gehabt. Und ja, habe mich dann ein bisschen mehr so für Jungs interessiert. Ja, und ich glaube, hätte ich mich ein bisschen mehr angestrengt, dann wäre es vielleicht nicht so gekommen. Ich möchte gerne Elektroniker werden, habe in der Schule auch ein Praktikum in dem Bereich gemacht und das hat mir voll gut gefallen, das wäre echt gut. Die Technik hat mich schon immer interessiert und wenn jetzt meine Kumpels oder meine Familie Computerprobleme haben, dann helfe ich denen. Aber trotz allem habe ich keine Ausbildung bekommen und ich hätte echt nicht gedacht, dass das so schwer ist, mit Realschulabschluss was zu finden. Lisa und Stefan sind keine Einzelfälle, sondern Beispiele für die 350.000 Jugendlichen im Übergangssystem. Der Staat gibt 4 Milliarden Euro aus, um Übergangsmaßnahmen zu finanzieren. Das ist gut gemeint, hat aber zu einem Maßnahmendschungel geführt. Im Übergangssystem sind viele Jugendliche, die dort nicht hingehören. Mittlerweile landet jeder zweite Schulabgänger mit Hauptschul- und sogar jeder fünfte mit Realschulabschluss im Übergangssystem. Dabei sind viele von ihnen fit für eine Ausbildung. Jugendliche durchlaufen oft mehrere Maßnahmen, weil sie am Ende einer Maßnahme noch immer keine Ausbildung gefunden haben. Auch deshalb liegt das durchschnittliche Lehreintrittsalter mittlerweile bei 20 Jahren, obwohl Real- und Hauptschüler in der Regel bereits mit 16 Jahren die Schule verlassen. Also ich habe mich am Berufskolleg angemeldet, weil ich halt keine Lehrstelle gekriegt habe und es ist halt hier in der Nähe und ich kenne da Leute und ja, irgendwas muss man ja machen. Was danach kommt, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht eine Ausbildung. Wenn es nicht klappt, dann mache ich weiter Schule. Eigentlich sind die hier alle ganz okay und ich lerne hier auch was. Aber ich will endlich arbeiten und richtiges Geld verdienen. Und dazu brauche ich halt eine Ausbildung. Ich würde auch gern mit meiner Freundin zusammenziehen und will der aber auch was bieten können. Keine Ahnung, was ich mache, wenn ich im Sommer wieder keinen Ausbildungsplatz bekomme. Notfalls Zeitarbeit oder so. Ein Kumpel ist auch gerade am Überlegen. Und sein Bruder hat ein paar Kontakte. Vielleicht kann mir der irgendwie einen Job besorgen oder so. Was kann getan werden, damit Jugendliche wie Lisa und Stefan eine Perspektive bekommen? Mit dieser Frage haben sich 14 Ministerien aus 8 Bundesländern, die Bundesagentur für Arbeit und die Bertelsmann Stiftung beschäftigt. Gemeinsam haben sie die Initiative Übergänge mit System gegründet und ein Konzept zur Reform des Übergangssystems entwickelt. Neu daran sind nicht die einzelnen Elemente. Neu ist die gemeinsame Vision aller Beteiligten, das gesamte Übergangssystem auf folgende Zielsetzung hin auszurichten. Alle ausbildungsreifen Jugendlichen sollen eine Ausbildungsgarantie bekommen. Diejenigen, die noch nicht so weit sind, werden systematisch und schnellstmöglich zur Ausbildungsreife geführt. So soll der Maßnahmendschungel zu einem echten Übergangssystem werden, ohne demotivierende Warteschleifen und mit einer wirklichen Perspektive für Jugendliche wie Stefan und Lisa. Wie sieht das Reformkonzept konkret aus? Der Grundstein für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die Ausbildung ist eine frühzeitige Berufsorientierung. Daher fordert die Initiative eine praxisnahe Berufs- und Studienorientierung ab der 7. Klasse an allen allgemeinbildenden Schulen. Jugendliche wie Lisa, bei denen sich früh Förderbedarf abzeichnet, sollen durch individuelle Förderplanung unterstützt werden. Ihnen soll ein Übergangsbegleiter zur Seite gestellt werden, der Sie bei der Berufswahl und beim Bewerbungsprozess unterstützt. Bei Bedarf auch über das Ende der Schulzeit hinaus.
Im Idealfall finden Jugendliche einen Ausbildungsplatz im dualen System. So eine Ausbildung ist und bleibt der Königsweg. Doch längst nicht allen ausbildungswilligen Jugendlichen gelingt ein solcher Übergang. Von den Neuzugängen in das berufliche Ausbildungssystem ist in den letzten 10 Jahren weniger als der Hälfte der Jugendlichen der direkte Übergang in eine duale Ausbildung gelungen. Deshalb brauchen wir mehr alternative Ausbildungsformen. Bei Jugendlichen, die keine Ausbildung gefunden haben, soll eine Potenzialanalyse untersuchen, ob sie trotzdem fit für die Ausbildung sind. Die bereits ausbildungsreifen Jugendlichen, wie Stefan, sollen einen betriebsnahen Ausbildungsplatz bekommen. Dafür müssen genügend öffentlich finanzierte Ausbildungsplätze bereitgestellt werden. Die betriebsnahe Ausbildung ist inhaltlich identisch mit der dualen Ausbildung und schließt ebenfalls mit dem Kammerabschluss ab. Unterschiedlich sind Finanzierung und Lernorte. Eine betriebsnahe Ausbildung erfolgt entweder überwiegend in der Schule oder teils in der Schule, teils bei einem Bildungsträger und enthält immer Betriebspraktika. Aufgrund der identischen Inhalte ist ein Wechsel von der betriebsnahen in die duale Ausbildung jederzeit möglich und erwünscht. Doch was soll mit denjenigen Jugendlichen passieren, die noch nicht ausbildungsreif sind? Jugendliche wie Lisa sollen in einer einzigen Übergangsmaßnahme individuell gefördert und schnellstmöglich fit gemacht werden für die Ausbildung. Damit sie wissen, wofür sie sich anstrengen, benötigen sie eine attraktive Anschlussperspektive. Mit dem Erreichen der Ausbildungsreife erhalten sie eine Ausbildungsgarantie. Damit führt die Übergangsmaßnahme in jedem Fall systematisch zu einer Ausbildung und zu einem Berufsabschluss. Im bisherigen Maßnahmendschungel enden die Maßnahmen dagegen häufig ohne Berufsabschluss. Doch nur wer einen Berufsabschluss in den Händen hält, ist gerüstet für den Arbeitsmarkt, wo Fachkräfte dringend benötigt werden. Daher brauchen wir Übergänge mit System. Eigentlich brauche ich keine Maßnahme, sondern einen Ausbildungsplatz. Weil ich will endlich mal Geld verdienen. Ja, also wenn ich besser in Mathe werde und mich anstrenge, dann habe ich, glaube ich, auch eine Chance. Und ja, ich hau jetzt rein und dann hoffentlich kriege ich den Hauptschulabschluss.